Beim letzten Video der Collector-Neuvorstellung hatten wir versprochen, dass wir noch ein weiteres Video machen, in dem wir die Dinosaurier vorstellen. Das tun wir hiermit. Wie viele gemerkt haben, es ist kurz vor Weihnachten und wir sind etwas arg beschäftigt. So hat die Anzahl der Videos doch ein bisschen nachgelassen. Das wird sich im Januar hoffentlich dann wieder geben, dass wir wieder so ein tägliches Video reinbringen. Im Moment kommt natürlich immer noch ein bisschen was, aber nicht mehr täglich, das werden wir wohl bis Weihnachten nicht schaffen. Ich hoffe, dass wir dann zu Weihnachten ein bisschen Ruhe haben, vielleicht ein paar Sachen vorproduzieren können, weil wir haben noch jede Menge Sachen hier und auch ein paar schöne große Sachen, die wir uns anschauen wollen. Aber jetzt nochmal zu den Dinos. Ja, die Dinos sind da, kommen jetzt auch, ich stelle sie auch vor, aber es sind wieder ein paar andere Tiere dabei. Collector hat noch einiges Neues vorgestellt. Ich will nicht noch ein viertes Video machen. Vielleicht gibt es noch eins. Wenn noch mehr dazu kommt, kann es durchaus sein. Aber so habe ich jetzt am Anfang die Dinos und zum Schluss mache ich noch die paar Tiere, die noch zusätzlich dazu gekommen sind. Ich hoffe, das ist für alle so in Ordnung und damit legen wir dann auch gleich los. Das erste Tier, was wir hier haben, ist der Mamenchisaurus in einem Maßstab von 1 zu 100, wenn ich das so richtig deute. Das dürfte also ein recht großer Dino sein und wir wissen ja, dass Collector eigentlich recht große Dinos zu einem vernünftigen Preis anbietet. Details kann man noch nicht so viel dazu sagen. Scheint ja leicht schattiert zu sein, aber auf jeden Fall hat er einen sehr, sehr schönen langen Hals. Da bin ich mal gespannt und auch einen netten Kopf. Ich glaube, mit dem werden viele sehr viel Freude haben. So, hier der nächste kleine Saurier ist ein Tier, bei dem ich sehr, sehr Schwierigkeiten haben werde, das auszusprechen, weil ich habe keine Ahnung, wie das hier betont wird. Es ist der Kamuisaurus. Ich hoffe, dass das einigermaßen passt. Er erinnert mich so ein bisschen an so einen Entenschnabelsaurier, aber es fehlt ihm halt das entsprechende Horn oben drauf auf dem Kopf. Wir haben hier in Grüntönen gehalten, so ein leichtes Streifenmuster, was ja doch immer gern bei Dinos verwendet wird. Schaut ganz nett aus, schaut interessant aus, ist auf jeden Fall etwas, um eine Sammlung zu vervollständigen. Damit kommen wir zu der Reihe der toten Dinos, die hier extrem beliebt ist. Hier haben wir den Brontosaurus als Kadaver. Der eine oder andere sagt, oh, wie ekelig, man sieht die Eingeweide. Viele, gerade Jüngere, schreien, oh, wie cool. Wie man es auch immer sehen mag, es ist beliebt, es wird gern genommen, es wird gern für Szenen dargestellt. Wir haben es ja auch mittlerweile bei anderen Herstellern, wie zum Beispiel bei Rebor, dass wir dann doch Jagdszenen hinstellen und nicht nur die Tiere lebend, sondern auch teilweise tot darstellen. Gefällt mir sehr gut eigentlich. Ich bin auch froh, dass hier mal so ein großes Tier gemacht wurde. Wir haben ja schon ein paar kleinere. Hier haben wir mal so einen richtig großen Saurier. Ich hoffe, dass der Maßstab auch zu den anderen passt, dass man da vielleicht ja so eine richtige Jagdszene hinstellen kann. Vielleicht so eine Herde T-Rexe, die sich da für mehrere Tage was gesichert hat. Dann haben wir noch eine neue Serie von Dinos zum Sammeln in diesen verpackten Tütchen, also sprich diese undurchsichtigen Tütchen für das Virtual Reality. Auch hier sieht man, es gibt ein paar neue dazu, Oviraptor, Liopleurodon und so weiter. Wer das sammelt, ist okay. Ich denke aber auch, so ein Tütchen ist vielleicht trotz allem, ob man das nun hat, ob man die App nun hat oder nutzt, vielleicht auch ein nettes Mitbringsel für Leute, die einfach Dinos sammeln oder wenn ich mal irgendwo zu einem Geburtstag gehe. Ich könnte mir zum Beispiel sowas gut auf dem Kindergeburtstag vorstellen. Praktisch jeder kriegt so ein Tütchen und dann können die Dinos gegeneinander antreten. Collector macht zumindest mit diesen Serien weiter, was ich sehr, sehr gut finde. Dann haben wir hier einen Megalosaurus und zwar sagt Collector hier, er ist praktisch in Lauerstellung. Ich kann es mir gut vorstellen, wenn man sich das so denkt. Er steht so ein bisschen zwischen den Bäumen und schaut zu so einer grasenden Herde von irgendwelchen Hadrosauriern zu. Hier haben wir so ein bisschen eine bräunlich-gräuliche Tarnfarbe. Auch hier so ein leichtes Streifenmuster mit Punkten. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so ein Tier mal in dieser Färbung gesehen habe. Ich bin immer begeistert, wenn man so ein bisschen Variation reinbringt, weil, wie gesagt, man weiß nicht, wie sie ausgesehen haben und ja, so kriegt man doch eine ganze Menge hin. Dann haben wir noch neu einen Flugsaurier, Pteranodon, mit einem beweglichen Unterkiefer in der Deluxe-Variante 1 zu 15. Auch hier haben wir jetzt diesmal richtig viel Farbe im Spiel. Wir haben Gelb, Rot, Orange und auch so verschiedene Weiß-Grau-Brauntöne. Wobei ich mir wirklich vorstellen könnte, dass diese Tiere sehr, sehr bunt gewesen sind, besonders das Horn oben am Kopf und vielleicht auch wie hier der Kehlsack richtig rot. Das sind so Sachen, wenn man sowas sieht, dass man immer mal denkt, jetzt wäre eine Zeitreise klasse. So als Besucher, nur zum Zuschauen. Nicht zum Eingreifen, nicht zum Anfassen. Einfach nur mal als Zuschauer in die Zeit zurückreisen und sich diese Tiere anschauen, wie sie am Himmel dahergeglitten sind.
Würde ich persönlich sehr, sehr spannend finden. Dann haben wir jetzt hier eine neue Version des Neovenators. Und was schreibt Collector dazu? Dass er hier gerade die Witterung von seiner Beute aufnimmt. Hier haben wir wieder ein grünes Tier mit leichten Streifen, bisschen gelb am Kopf, doch recht auffallend gefärbt für seine Pose. Aber ich habe keine Ahnung, wo die Tiere ursprünglich gelebt haben sollen. Wenn man halt sich das vorstellt, so im Sumpf oder sowas, da ist die Farbe sehr, sehr passend dazu und man hat ja doch viele Pflanzen und Blumen, die gelb blühen, dass man sich trotz der Größe auch darin ganz gut tarnen kann. Wie auch schon beim Farm gibt es auch einen Adventkalender für Prehistoric World, also mit Dinosauriern. Mehr als dieses Bild kenne ich auch hier noch nicht. Wir haben auch ein bisschen Virtual Reality dabei. Wir können anscheinend aus dem Kalender ein paar Bilder ausschneiden und uns, ja, eine eigene Spielwelt aufbauen, ein kleines Diorama zusammenstellen. Was ich ebenfalls hier nicht weiß, ob das neue Dinosaurier sind, ob das geschrumpfte Dinosaurier sind, was da im Kalender drin ist. Die Figuren selbst, die man hier im Hintergrund sieht, kommen mir sehr bekannt vor. Also gibt es die schon. Ich könnte mir nur vorstellen, dass sie wirklich einfach nur in Mini-Ausgabe drin sind. Wir müssen sehen, wie beim Farmkalender auch, was dieser Kalender wirklich bietet und ob er sein Geld wert ist. Keine Ahnung, was die Sachen kosten werden. Wir haben noch null Informationen soweit. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und ich freue mich über jede Firma, die auf diesen Adventkalenderzug aufspringt, weil ich finde es klasse, dass man das so bekommt jetzt mittlerweile. Dann haben wir noch einen Elasmosaurus. Ich glaube, auch in dieser Art der Färbung hat das bis jetzt noch keine Firma gemacht. Wir haben einen natürlich sehr, sehr langen, stromlinigen Körper und haben praktisch auf seinem Körper verteilt. Die Zeichnung sieht aus wie Morsecode für mich, oder? Kann jemand Morsecode? Kann er das lesen? Was steht da drauf? Bringt mich nach Hause? Ich komme aus der Vergangenheit? Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Hab ein bisschen rosa Flossen dabei und ein offenes Maul. Elasmosauren sind immer sehr, sehr beliebt und ich denke, auch hier werden sich einige Fans für ihn finden. Was Collector ja immer sehr, sehr schön macht, die bringen ja auch einige andere Urtiere rein und hier haben wir wieder so einen Fischsaurier, würde ich mal sagen. Ein Cyphactinus in dem Maßstab 1 zu 40. Der scheint wie häufig bei den Fischen auf den Flossen zu stehen. Also man muss ihn nicht hinlegen. Er kann im Prinzip so auch ins Regal gestellt werden. Haben ein recht großes Maul mit sehr, sehr vielen Zähnen, einem sehr schön hervorspringenden Unterkiefer. Ja, großen Augen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Augen so ein bisschen metallisch sind, dass sie mehr glänzen. Recht viele Schuppen und doch eine Menge Flossen. Das Problem, was ich im Moment habe, ich sehe zwar 1 zu 40, aber habe trotz allem keinerlei Vorstellung, wie groß dieser Fisch wirklich sein wird. Da müssen wir noch ein bisschen warten, aber wir werden die ganzen Sachen, sobald sie da sind, sobald sie verfügbar sind, ja auch einzeln vorstellen. Ich habe auch keine Ahnung, welche der Sachen jetzt im ersten Halbjahr und welche im zweiten Halbjahr kommen. Inwiefern sich jetzt auch einige Sachen verschieben, nach vorn, nach hinten, dadurch, dass die Spielwarenmesse ja erst im Mai oder Juni ist statt Anfang Februar, wenn sie dann überhaupt stattfindet. Das sind so ein paar Unwegsamkeiten oder so ein paar Unsicherheiten, besser gesagt. Damit müssen wir jetzt im Moment mal klarkommen und schauen, wie die Händler und wie die Firmen damit umgehen. Generell sollte es eigentlich keinen Einfluss haben, weil die Sachen werden normal produziert. Man bestellt sie halt sowieso, die meisten Sachen bestellen sowieso im Internet. Wenn wir auf die Spielwarenmesse gegangen sind, hatten unsere Bestellungen eigentlich schon alle Bestand und wir mussten nicht noch was nachkaufen. Wir sind immer drüber geschlendert, um zu gucken, ob wir vielleicht was Neues gefunden haben oder entsprechend sich doch nochmal mit den Herstellern zu treffen und ein paar Informationen so auszutauschen. Das geht häufig im direkten Gespräch schneller und einfacher als per E-Mail. Dann haben wir jetzt doch wieder eine Collector-Mini-Box mit Dinosauriern und zwar ist das jetzt die Serie 3. Diese kleinen Mini-Sachen sind ja extrem beliebt, diese Tubes, wie sie von Safari heißen. Hier heißen sie Röhren, Dosen oder wie auch immer man das nennen mag. Hat man eine ganze Menge kleine Dinosaurier und kann direkt loslegen. Werden häufig doch zum Spielen gekauft, seltener für Dioramen. Aber es gibt auch einige, die gerade in diesem Maßstab anfangen, sich Sachen zusammenzustellen. Auch wenn die teilweise nicht wirklich ineinander zum Maßstab sind. Wenn man sich hier mal den Argentinosaurus anschaut, im Vergleich zu den anderen müsste der um einiges größer sein. Ist aber so, passt zum Spielen ganz gut und wenn ich mal Einzelsachen rausgreife, kann ich damit trotzdem recht nette Szenen darstellen. Dann haben wir einen doch recht verbreiteten Dinosaurier, verbreitet in dem Sinne, dass ihn viele Lieferanten machen, einen neuen Dilophosaurus. Diesmal haben wir ihn in so einem braunen Erdton mit Gelb und diese typischen Höcker auf dem Kopf in Rot.
Seit den ersten Jurassic Park-Filmen dürfte er eigentlich jedem Dino-Fan bekannt sein. Auch wenn er da ein bisschen anders ausgeschaut hat, als hier man das jetzt hier auf den Bildern vermuten kann. Das ist jetzt hier eines meiner Lieblingsprähistorischen Tiere, das ja lange nach den Dinosauriern gekommen ist, und zwar der Dödikurus. Ich finde dieses Tierchen ja ziemlich faszinierend. So eine Mischung aus Schildkröte und Gürteltier würde ich es beschreiben. Es gab dann damals wohl auch relativ viele Rätsel, bis man mehr davon gefunden hat, was das wohl für ein Tier sein soll. Leider natürlich auch schon lange ausgestorben, aber im Regal bestimmt immer ein Hingucker. Also es ist zum ersten Mal so eins in der Hand hatte, habe ich mich darüber informiert, was es eigentlich ist und bin seitdem von den Tierchen recht fasziniert. Freue mich, dass die jetzt auch so etwas haben. Letztes Jahr hat Collector ja damit angefangen, auch prähistorische Seetiere zu machen. Diese Linie verfolgen sie nun weiter und haben hier einen Pravitoceras. Ich habe da ja schon ein paar Sachen gezeigt vom letzten Jahr, also sprich von diesem Jahr. Fand das eigentlich auch sehr, sehr interessant und wenn man das sich so anschaut, gibt es da doch eine ganze Menge Sammler dazu. Freue mich, dass sie hier was Neues gemacht haben und ich bin eigentlich auch ziemlich begeistert, dass sie hier mal so in so eine, ja, doch sehr ungewöhnliche Farbe mit diesem Himbeerrot-Purple in die Farbkiste gegriffen haben. Denn ich denke, da haben sie recht, dass unsere Ozeane richtig, richtig bunt waren. Das war's dann mit den Dinosauriern. Und dann haben wir jetzt noch die versprochenen weiteren Tiere. Was ich auch schon gesagt habe, dass Collector anfängt, diese Haupttiere zu ersetzen. Das stößt teilweise nicht auf so viel Gegenliebe, weil sie sagen, ja, es gibt ja noch so viele andere Tiere, die man machen müsste, machen kann, machen sollte. Werden sie auch sicher noch tun. Aber es macht natürlich auch Sinn, dass ich die Tiere, die sich am meisten verkaufen und die meisten auch kennen, auch in einer sehr, sehr hohen Qualität habe. Und wenn man sich die alten Sachen anschaut, sind sie teilweise gut, sind sogar recht gut und von anderen Herstellern auch sehr gut gemacht. Verstehe aber durchaus, dass Collector sagt, ich möchte die auch nach neuestem Standard haben und nach neuesten Möglichkeiten bemalt und modelliert haben. So haben wir hier einen Koala. Koalas sind ja immer so die heimlichen Stars, wenn man in einem Zoo ist oder ähnlichem, weil es so praktisch das, ja, Sinnbild eines Teddys, auch wenn sie sich ganz schön wehren können. Ich finde, dieser Koala ist hier zumindest auf den Bildern sehr, sehr schön bemalt, gefällt mir unheimlich gut mit sehr, sehr vielen Details und auch vom Fell, Krallen, Ohren, Augen, Nase und allem drum und dran. Freue ich mich drauf, dass wir einen neuen Koala bekommen. Im letzten Video hatten wir schon das Känguru mit dem Jungtier im Beutel gezeigt. Sie gehen jetzt auf die Familie. Ich schätze mal, das dürfte dann jetzt hier ein männliches rotes Riesenkänguru sein. Auch da ist die Pose nicht ungewöhnlich, aber doch sehr, sehr schön. Gefällt mir persönlich sehr gut, so wie er da steht. Also nicht zu aufgeregt, sondern nur einfach nur, ja, relaxed, trotzdem aufmerksam, mit dem Schwanz ein bisschen zur Seite. Mir gefällt, dass Collector jetzt so ein paar Sachen einfach erneuert. Finde ich gut. Ich hoffe zwar auch, dass natürlich bei den anderen Sachen noch ein paar weitere exotische Tiere rauskommen, aber alles zu seiner Zeit. Dann haben wir hier noch einen Otter. Da hatten wir die ganze Zeit auch schon einen gehabt. Hier sehen wir aber eine für mich deutlich verbesserte Version, zumindest im ersten Moment, was man vom Bild sehen kann. Wir werden den vielleicht dann mit dem alten mal irgendwann vergleichen und schauen, was uns dann wirklich besser gefällt. Aber ich finde hier die Farbe sehr, sehr schön. Das ist so diese mehr so eine typische Otterfarbe, nicht dieses doch sehr harte Schwarz mit dem Weiß dazu. Dann haben wir zu guter Letzt noch einen Hund, einen Beagle. Auch da bin ich wie bei dem Boxer hin und weg. Dieser Hund ist eindeutig als Beagle zu erkennen. Eine schöne Bemalung, wir haben einen netten Kopf, ein nettes Gesichtchen und der Beagle ist ja doch ein sehr, sehr beliebter Familienhund. Wir haben immer mal wieder Hersteller gehabt, die Beagle im Programm hatten und haben gesehen, dass da natürlich sehr, sehr viel Bedarf war. Ich hoffe, dass Collector da auf jeden Fall dran bleibt und nach jetzt die ganzen Hunde und weitere Hunderassen erneuert, ebenso mit den Katzen. Das fände ich genauso spannend wie weitere besondere Tiere, weil diese Haustiere unbedingt eine Neuauflage verdienen. Ja, damit haben wir die Tiere, soweit sie bekannt sind, jetzt einfach alle mal durch. Ich hoffe, es war für jeden ein bisschen was dabei. Man hat sich noch ein bisschen darüber gefreut, dass es doch noch ein bisschen was anderes als Dinos gibt. Ich wünsche damit allen noch eine wunderschöne Adventszeit. Bleibt mir gesund, habt viel Spaß. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann, happy collecting!